Wie erstellt man sich eine Live-Partition? Eine Vorbemerkung. Das Erstellen einer sogenannten Live-Partition sollte ausschließlich von erfahrenen Anwendern angegangen werden. Erfahren bedeutet in diesem Zusammenhang, dass sie sich mit Archicrypt Live gut auskennen und, besonders wichtig, etwas mit dem Begriff Partition anfangen können. Seit Version 6 haben die Live-Partitionen keine besonderen Vorteile mehr gegenüber den dateibasierten Live-Laufwerken, wie Sie sie bestimmt schon kennen. Insbesondere der Geschwindigkeitsvorteil gehört der Vergangenheit an. Da eine Partition aber, anders als eine Datei, nicht so einfach gelöscht werden kann, kann die Sicherheit vor versehentlichem Löschen aber durchaus noch ein Argument für eine Live-Partition sein. Bevor Sie eine Live-Partition erstellen, sollten Sie auf jeden Fall eine Sicherung des gesamten Systems vornehmen. Wenn Sie beim Erstellen nämlich versehentlich eine falsche Partition auswählen, sind die darauf befindlichen Daten unwiederbringlich verloren. Ich möchte Ihnen zunächst die Situation auf diesem Rechner einmal nahebringen. Dazu rufe ich den Windows Explorer auf und lasse mir einmal die Festplatten hier anzeigen. Festplatte 1, es gibt hier ein Laufwerk mit dem Laufwerksbuchstaben C. Gesamtgröße 39,8 GB. Sehen wir uns jetzt einmal die Windows Datenträgerverwaltung an. Auch hier sehen wir ein Laufwerk C, welches sich auf Datenträger 0 befindet. Das heißt, diese Partition kann ich über den Laufwerksbuchstaben C im System ansprechen. Darüber hinaus gibt es aber noch einige Dinge, die Sie als normaler Nutzer hier gar nicht sehen bzw. ansprechen können. Nämlich eine vom System reservierte Partition der Größe 100 MB und von mir hier eingebaut eine zweite Festplatte, 2 GB groß, mit einem nicht zugeordneten Bereich. Rufen wir jetzt einmal Archicrypt Live auf. In Archicrypt Live in der Laufwerkfabrik stellen wir den Expertenmodus ein und rufen die Funktion zum Erstellen eines Laufwerks auf. Im Assistenten belassen wir es bei der Vorauswahl Rubrik Zuhause, normales Live-Laufwerk und gehen zum nächsten Schritt. Hier sehen wir jetzt die Schaltfläche Partition, gekennzeichnet mit dem Vermerk Neustart als Administrator. Wir klicken auf die Schaltfläche, bestätigen, dass Archicrypt Live mit entsprechenden Rechten neu gestartet werden darf und sehen jetzt den Dialog von Archicrypt Live, in dem uns verfügbare Partitionen angezeigt werden. Hier sehen wir unsere beiden Festplatten, die Festplatte 1, auf der es diese 100 MB große Systempartition gibt, dann das Laufwerk C, hier steht Systempartition, das bedeutet, dass auf dieser Partition unser Betriebssystem vorhanden ist. Archicrypt Live erlaubt es uns nicht, die Systempartition zu verschlüsseln. Wenn Sie also mit sensiblen Daten arbeiten und diese auf einer Partition ablegen möchten, dann sollten Sie darauf achten, dass Sie diese sensiblen Daten nicht unbedingt da auf diese Partition legen, auf der auch das Betriebssystem installiert ist. Darüber hinaus sehen wir unsere Festplatte 2, der Größe 2 GB, die im Moment noch nicht zugeordnet sind. Wir könnten die Auswahl hier mit OK bestätigen und Archicrypt Live veranlassen, die Partition in eine Live-Partition umzuwandeln. Besser ist es jedoch, wenn Sie diesen Bereich in ein neues, einfaches Volume umwandeln. Einfach in Daten der Datenträgerverwaltung rechte Maustaste über dem nicht zugeordneten Bereich betätigen, neues, einfaches Volume auswählen, kompletter Platz wird genutzt und hier gibt es eine Besonderheit. Vermeiden Sie es auf jeden Fall, diesem Datenträger bzw. der Partition, die wir gleich als Live-Partition verwenden wollen, einen Laufwerksbuchstaben zuzuordnen. Wenn Sie das tun, wird das Betriebssystem feststellen, dass sich nach der Umwandlung in ein Live-Laufwerk
Daten auf diesem Laufwerk befinden, die es gar nicht interpretieren kann. Das sind ja verschlüsselte Daten. Windows selbst erwartet aber, dass es ein bekanntes Dateisystem vorfinde. Das heißt, sobald Sie irgendwie den Windows Explorer aufrufen und diese Live-Partition über einen Buchstaben ansprechbar ist, wird das Betriebssystem Sie auffordern, die Live-Partition zu formatieren. Formatieren würde aber bedeuten, dass Sie sich die verschlüsselten Daten zerstören. Also ganz wichtig hier die Einstellung, keinen Laufwerksbuchstaben oder Pfad zu weisen. Ich mache einmal Folgendes. Ich weise den Laufwerksbuchstaben E zu. Sie haben vielleicht auf Ihrem Rechner ein Laufwerk. Sehen Sie, jetzt taucht es hier als Laufwerk E auf. Ein Laufwerk, welches Sie als Live-Laufwerk verwenden möchten. Der Trick hierbei besteht jetzt einfach rechte Maustaste, dann auf Laufwerksbuchstaben und Pfade ändern gehen und auf Entfernen klicken. Jetzt haben wir wieder den Zustand, als hätten wir diese Partition gleich ohne Laufwerksbuchstaben erzeugt. Also keine Laufwerksbuchstaben vergeben, das ist wichtig. Gehen wir zurück in ArchiCrypt Live und lassen uns einmal den aktuellen Zustand anzeigen. Sie sehen jetzt hier bei Festplatte 2 den Bereich inaktive Partition NTFS. Genau das ist das, was sich im System hier auch darstellt. Wir bestätigen unsere Auswahl, nehmen die Warnung zur Kenntnis. Sie sollten sich tatsächlich das Video genau ansehen und auch das Kapitel im Handbuch entsprechend durchlesen. Gehe auf Ja. Und jetzt wird die Partition in eine Live-Partition umgewandelt. Und zwar der komplette Platz der Partition. Wenn sich hierauf jetzt sensible Daten befinden würden, wären diese für immer und ewig verloren. Ich gehe auf Weiter. Hier der übliche Schritt 4. Wie soll das Laufwerk geschützt werden und welche Verschlüsselungsmethode wähle ich? Ich gehe auf Weiter, gebe mein für Demonstrationszwecke kurzes Passwort ein, gehe auf Übernehmen, nehme hier die Zusammenfassung zur Kenntnis und gehe auf Fertigstellen. Das Ganze dauert erst etwas, bis diese 2 GB umgewandelt sind. Nach dem Umwandlungsprozess kann ich hier sofort sagen, okay, ich will das Laufwerk öffnen. Ich öffne es, es steht jetzt, das hat nichts mit der Vergabe eben mit dem Laufwerksbuchstaben E zu tun, sondern ist jetzt wirklich Zufall, dass ArchiCrypt Live auch den Laufwerksbuchstaben E gewählt hat. Ich habe das Laufwerk verfügbar als Laufwerk E, kopiere mir einmal ein paar Bilder in dieses Laufwerk. Schließe das Live-Laufwerk, gehe zurück in die Datenträgerverwaltung von Windows, aktualisiere die Ansicht und sehe, dass hier jetzt RAW auftaucht. Dieses RAW würde, wie gesagt, dazu führen, dass Windows anzeigt, das Dateisystem ist mir unbekannt, bitte lieber Nutzer, formatiere die Daten. Da wir allerdings keinen Laufwerksbuchstaben zugeordnet haben, taucht diese Live-Partition überhaupt nicht im Windows Explorer oder in irgendwelchen Dateidialogen im System auf. In ArchiCrypt Live hingegen kann ich jetzt Steuerungstaste gedrückt halten, Linksklick, die Live-Partition auswählen und nach Eingabe des Passwortes im System laden. Hier sind die darauf befindlichen Bilder. Ich zeige Ihnen einfach einmal, was passiert, wenn ich das mache, was man nicht machen soll. Ich ordne hier einen Laufwerksbuchstaben zu, nehme einmal R als Laufwerksbuchstabe, gehe auf OK. Das Laufwerk ist jetzt im System als Laufwerk R ansprechbar und wie versprochen erhalte ich hier von Windows die Meldung, dass der Datenträger formatiert werden muss, bevor man ihn verwenden kann. Ich gehe auf Abbrechen, entferne schnell den Laufwerksbuchstaben nochmal und sehe mir in ArchiCrypt Live an, ob das die Live-Partition unbeschädigt geblieben ist. Es sieht ganz danach aus. Ja, das Laufwerk ist Gott sei Dank unbeschädigt geblieben.